Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Halt News, der News-Serie rund um die Kooperation zwischen der FH Joanneum und den Special Olympics World Winter Games 2017. Wir schalten heute zu unserer Außenreporterin Julia nach Bad Gleichenberg, die mit Studierenden und Lehrenden über das Healthy Athletes Program sprechen wird. Ganz genau, ich melde mich heute hier vom Standort der FH in Bad Gleichenberg und werde herausfinden, was die Gesundheitsstudiengänge zum Healthy Athletes Program beitragen. Sie sind Clinical Director beim Health Promotion Programm im Rahmen des Healthy Athletes Program bei den Special Olympics. Können Sie mir kurz erklären, was denn eigentlich das Health Promotion Programm ist? Es ist eine Station im Rahmen des Healthy Athletes Programms von Special Olympics und Ziel von dieser Station, also von Health Promotion, ist ein Screening, also ein Gesundheitsscreening von den Athleten, Athletinnen hinsichtlich verschiedener Risikofaktoren, also um die zu erkennen oder ausschließen zu können. Das heißt, es wird einerseits die Knochendichte gemessen, es wird das Ernährungs- und Trinkverhalten erfragt, es wird das Rauchverhalten erfragt, Sonnenschutzverhalten, der Blutdruck wird gemessen und es gibt dann eben auch das Bewegungsverhalten, darf ich nicht vergessen, wird auch noch eruiert. Und was genau wird da die FH Joanneum und der Studiengang Diätologie machen? Wir sind vor allem bei der Befragung hinsichtlich Ernährungs- und Trinkverhalten involviert, bei der, habe ich vorher noch nicht genannt, Messung der Körperzusammensetzung oder besser gesagt eigentlich des Body Mass Index, also Körpergröße, Körpergewicht und bei der Ernährungserziehungsstation. Es werden ja Athleten aus über 100 Nationen teilnehmen. Die sprechen sicher nicht alle Deutsch oder Englisch. Wie wird dieses Problem gelöst? Die nonverbale Kommunikation ist da ein großes Thema. Das heißt, gerade bei diesen Befragungen hinsichtlich Ernährungstrinkverhalten, Rauchverhalten, Sonnenschutz wird viel mit Bildern gearbeitet. Und wir hoffen, dass die versprochenen Dolmetscher auch vor Ort sein werden und uns unterstützen. Ich habe gehört, dass es teilweise problematisch sein kann, da ja zum Beispiel Coca-Cola ein Sponsor der Special Olympics ist. Und wenn Sie jetzt Menschen beraten, dass zum Beispiel Softdrinks nicht ideal für die Ernährung sind, wie können Sie das machen, dass Sie dann nicht Coca-Cola abwerten, da es ja ein Sponsor ist? Ja, ein kritischer Punkt, den Sie ansprechen. Wir haben hier Methoden gefunden, dass wir zum Beispiel Lebensmittel oder in dem Fall Flaschenattrappen finden, die jetzt nicht auf Coca-Cola, wenn Sie die Marke schon erwähnen, hindeuten. Aber ich glaube, wo jeder dann trotzdem auch den Kontext, zumindest auch von den Betreuern, Betreuerinnen der Athleten, den Kontext herstellen kann, dass unter anderem dann auch zu diesen Softdrinks Coca-Cola oder Produkte von Coca-Cola dazugehören. Sie werden im Rahmen des Healthy Athletes Programm das Programm Strong Minds, Strong Bodies durchführen. Können Sie mir kurz erklären, was das eigentlich ist? Ja, guten Tag. Das Programm ist ein Pilotprojekt, was seit zweimal schon in Amerika durchgeführt wurde. Und das Strong Minds Programm hat zum Ziel, Stressbewältigungen für die Athleten aufzuzeigen und für sie die optimalste Stressbewältigung zu finden. Und was genau werden Sie und die Studierenden des Studiengangs Ergotherapie dabei den Special Olympics machen? Wir werden diese Stationen betreuen. Das macht jetzt nur der Studiengang Ergotherapie für das Strong Minds Programm. Und diese Stationen bestehen aus, also dieses Programm besteht aus 6 Stationen.
Und eben die Athleten haben die Möglichkeit, diese ganzen 6 Stationen durchzugehen, alles auszuprobieren und am Ende dann zu entscheiden, welches Stressbewältigungsprogramm für sie das Beste ist. Und wir hoffen, dass es dann auch einen Transfer in den Alltag gibt, dass sie das dann nicht nur bei den Wettkämpfen einsetzen, sondern auch für sie in dem Alltag dann sozusagen nutzbar ist. Hallo Patrick, Julia und Eva vom Studiengang Diätologie. Was genau werdet ihr bei den Special Olympics machen? Wir werden beim Healthy Athletes Program dabei sein und mit unseren Athleten Ernährungserhebungen machen und schauen, wie sie sich ernähren, wo man was optimieren könnte und ihnen ein bisschen was über gesunde Ernährung näher bringen. Wie wird das ablaufen? Gibt es da Workshops? Also es ist so, dass die Athleten zu uns kommen, wir werden sie erst abmessen und abwägen, dann werden wir ein BMI berechnen und dann gehen sie auf die nächsten Stationen immer so weiter. Und da wird das einfach so sein, dass sie zum Beispiel mit so Kärtchen in Berührung kommen, wo so Obst und Gemüse oben ist und dass sie da einfach dazu reden. Also wir werden so Stationen, dort gehen sie immer weiter. Und wer von euch macht da eigentlich mit? Macht da der gesamte Studiengang Diätologie mit oder nur einzelne Jahrgänge? Also wir haben uns im Vorfeld freiwillig melden können dazu. Also wir drei waren jetzt schon bei den Pre-Games dabei, bei den Vorbereitungen. Und jetzt hat sich eigentlich fast der ganze Jahrgang eingeschrieben. Grüß Gott, Frau Schwarzl. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne, grüß Gott. Sie werden im Rahmen des Healthy Athletes Program am Health Promotion Programm teilnehmen und haben sich dort noch etwas ganz Besonderes überlegt. Können Sie davon kurz erzählen? Also wir werden zusätzlich zu den geplanten Screenings bei Health Promotion 2 Stationen anbieten. In diesen beiden Stationen geht es uns darum, dass die Athleten auch was tun können, also auch was davon mitnehmen können und erfahren können. Und diese 2 Stationen sind unter dem Schwerpunkt Körperwahrnehmung, Körperschema. Und an wen richtet sich das? Ist das für alle Athleten oder gibt es da eine besondere Zielgruppe? Nein, es richtet sich an alle. Es können alle mitmachen. Es muss keiner, so wie bei den Screenings, muss ja jede Station durchmachen. Ja. Unseres basiert auf Freiwilligkeit. Wir wollen es auch dahingehend nutzen, dass wenn Wartezeiten entstehen, dass man zu unserer Station kommen kann und diese so überbrücken kann. Ja. Und Sie haben auch noch ein paar spezielle Geräte, die zum Anziehen geeignet sind. Das haben wir vorhin schon ausprobiert. Können Sie darüber noch etwas erzählen? Das ist der zweite Teil unseres Programms. Das wird ein Workshop sein, den wir in Abwechslung mit den Studierenden von Diätologie anbieten werden. In dem Workshop geht es um Alltag, ja, ganz speziell um An- und Ausziehen. Wir haben durch Beobachtungen bei den Pre-Games gemerkt, dass die Athleten vor allem in diesem Bereich Einschränkungen haben, Schwierigkeiten haben. Das war's aus Bad Gleichenberg und hiermit zurück nach Graz. Vielen Dank nach Bad Gleichenberg, Julia, für diese Informationen zum Healthy Athletes Program. Wir sind damit wieder am Ende einer Folge von Hard News und freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und da dreht sich alles um den Studiengang Logopädie. Bis dahin, machen Sie's gut, auf Wiedersehen.